Artischatz. So, weil ich gerade eh nichts zu tun habe, weil mein Arceus-Spiel ja nicht gekommen ist und ich stattdessen zwei Karabinerhaken bekommen habe mit der Post, ne, weil die das vertauscht haben, habe ich jetzt kurz Zeit, denn heute ist trotzdem was gekommen, worauf ich gewartet habe. Adi, jetzt muss ich mal hier den Louis hochheben. Der Louis sitzt nämlich schon wieder auf der nächsten WrestleCrate UK Box. Deswegen musst du jetzt mal hier rein, Louis. Also der heißt Adi, aber ihr nennt den immer Louis. Denn einmal im Monat gönne ich mir diese WrestleCrate UK Box, beziehungsweise habt ihr schon bezahlt, ein ganzes Jahr lang, sodass ich jetzt jeden Monat immer eine Box krieg, kostenlos. Adi, pass auf, das ist scharf. Und weil ich ja Wrestling-Fan bin, deswegen habe ich jetzt dieses T-Shirt an, was in der letzten Box drin war, von den Good Brothers, die ja jetzt irgendwie bei, ich weiß gar nicht, wo die sind die bei TNA, sind die bei AEW, sind die sonst was. Wir haben in der Zeit in München auf jeden Fall wieder so viel Wrestling geguckt, da blickst du gar nicht mehr durch. Ich möchte jetzt mal schauen, was in der jetzigen, weiß gar nicht, wie rum man das aufmacht, was in der jetzigen WrestleCrate UK Box ist. Adi, du wirfst eh gleich wieder die Kamera um. Ich seh's doch jetzt schon. Wir haben hier nämlich, was haben wir hier? Wir haben erstmal Chapter 128 und da fällt's um. Ah, da, das ist der Kameraständer. Guck dir den an. Es ist kein Klopapier mehr da. Jungs, ich sag's euch. Ich muss nachher nochmal los. Normal steht ja immer auf so einer großen Rolle. Jetzt steht ja auf einer kleinen Rolle und die kleine Rolle, die hat einfach keinen Halt. Das ist leider so. Ihr habt ja wieder einen Monat kostenlos. Jetzt ist das T-Shirt ins Klo gerutscht. Ach man, heute geht alles schief. Ihr habt einen Monat wieder kostenlos hier Wrestling on Demand zum Streamen. Mit hier Code 30 Tage free mit das und... Oh, ist schon wieder umgefallen. Aber hier seht ihr jetzt wenigstens, dass das T-Shirt ins Klo reingerutscht ist. Wir lassen das jetzt hier mal unten. Das ist auf jeden Fall professionell. Vergesst mal Martin Guerrero seine WrestleCrate UK Unboxings. Guckt euch die vom Ramses an, ne? Weil der Ramses, der ist nämlich komplett. Und was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Das zeige ich euch gleich. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Wir nehmen jetzt erstmal hier das raus, damit es ein Stück nacheinander geht. Wir haben hier Kate Henning, genau, ich weiß nicht, wer das ist, das sehen wir gleich wieder im Heft. Auf jeden Fall wieder ein Autogramm von einem haarigen Wrestler mit Gusche dran. Das sieht auf jeden Fall wieder sehr schön aus, oder? Möchtet ihr auch so ein Autogramm? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir wieder eine DVD hier drin. Diesmal, oh, Rey Mysterio Shoot Interview. Booyaka, guckt euch das an, eine Rey Mysterio DVD als Shoot Interview. Da ist alles hier Rey Mysterio hinter den, was machen die da? Hinter den Kulissen erfahrt ihr dann noch ganz viel. Diese Shoot Interviews waren ja in anderen bekannten Ausgaben auch schon da. Rey Mysterio wenigstens einer, den man sich mal geben kann. Dann habt ihr hier ein Please do not bend, also das sollt ihr nicht knicken, ein Umschlag, so ein Papierumschlag, wo auch irgendwas extrem Hochwertiges auf jeden Fall drin sein muss, sonst dürfte man das nämlich benden, aber so darf man es nicht benden. Alter, das ist so ein geiler Umschlag, schon allein für diesen Umschlag hat sich das doch gelohnt, sich das zu holen. Und jetzt machen wir das auf oder auch nicht, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein, ist das schon alles? Hä? Da ist ein Stück Stoff drin? Das verstehe ich nicht. Das ist eine Karte. Rowdy Roddy Piper. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus, hier in so einem Comic-Look. Dann hier so mit der Brille, hier so. Aber dann ist das Stück hier frei. Und du kannst hier dran fassen. Heißt das jetzt, du kannst sein Rock berühren, aber der hat doch hier einen Karo-Rock und das ist doch einfach nur eine schwarze Fläche. Das würde doch jetzt gar nicht zu ihm passen. Da hätten sie jetzt ein Adi sein Fell hinmachen können, ein Bild vom Adi, dann würde das auch passen. Es ist auf jeden Fall ein Rowdy Roddy Piper Artikel
Und ich glaube, das soll auch so sein, wie es ist. Das soll man auch nicht knicken, das kann man auch nicht aufmachen. Wenn ihr hier rumwühlt, könnt ihr euren Finger da reinstecken, damit ihr hier an dieses Rowdy-Roddy-Piper-Sackhaar dran fassen könnt. Das wird es wahrscheinlich sein. Das Rowdy-Roddy-Piper-Sackhaar extra für die WrestleCrate UK Box. Ja, dann war es das wahrscheinlich schon wieder, wenn ich das so sehe. Weil ich habe immer nur die kleine Box. Also das T-Shirt ist noch drin, aber was steht denn jetzt hier? Erstmal seht ihr hier wieder die Leute vom letzten Mal, die hier ihre T-Shirts anhaben hier. Da, Good Brothers, freut sich. Hier ist gar kein Good Brothers T-Shirt dran. Hier, Good Brothers. Februar Crate gibt's Kevin Nash Artikel drin. Das heißt, das ist die Januar Crate, steht auch hier. Wir können mal vergleichen. Rowdy Roddy Piper Worn T-Shirt Relic. Ah, das ist ein Stück von seinem getragenen, verschwitzten T-Shirt. Leo Rush WrestleCrate Buddy habe ich nicht, weil ich die kleine Box habe. Rey Mysterio Shoot Interview DVD habe ich. Eric Young Exclusive T-Shirt. Müsste das sein, was da noch liegt? Charlie Sterling Hand Sign Portrait. Jetzt wisst ihr also auch, was das heißt. Das heißt, Charlie Sterling. Kennt ihr Charlie Sterling? Schreibt's mal in die Kommentare. Tokyo Dome Label Pin habe ich nicht. Inside the Ropes Issue 17. Ist das das? Nö. Months of the Month Progress haben wir drin. Also Inside the Ropes habe ich nicht. Aber noch das T-Shirt und das T-Shirt. Wegen dem T-Shirt habe ich eigentlich eh alles gemacht, weil ich es immer cool fand, dass da eine DVD drin ist und ein T-Shirt. Der Rest ist eigentlich nur Sackhaare und Autogramme von Leuten. Leute, stellt euch mal vor, da gibt es Autogramme. Und jetzt machen wir mal dieses T-Shirt noch auf und dann muss ich mir merken, dass ich das T-Shirt das nächste Mal trage. Das ist ein blaues T-Shirt oder halt in Navy Farbe. Guckt euch das mal an. Oha, das sieht doch richtig brutal aus. Eric Young Violent 888 by Design. Violent by Design Eric Young T-Shirt. Wie findet ihr das T-Shirt Design? Das T-Shirt ist immer das Highlight, sage ich jedes Mal dazu. Jetzt ziehe ich mir das hier so an, könnte man denken. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Und ich glaube, da gerade weil Iswo und Hannes so große Wrestling-Fans sind, werde ich natürlich alle Sachen, die ich hier kriege, ein bisschen sammeln. Und wenn ich mich mit den beiden dann mal wieder treffe, da mal ein paar Sachen rausgebe, mit denen die beiden auch Freude haben, so DVD-mäßig oder mal ein T-Shirt abdrückt vielleicht, wenn Hannes da was dabei hat, was er richtig cool findet. Oder, ja, ansonsten, diese Box ist eh immer ein Hingucker, ne, was ihr alles damit machen könnt. Lasst eure Katze einfach drin spielen, macht der Adi sonst auch immer. Ansonsten war das die WrestleCrate UK Box vom Januar. Januar! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, beziehungsweise euer Good Brother, ne, der immer noch nicht geschafft hat, ein Bild von sich mal dahin zu schicken, dass er in den nächsten Magazinen drin ist. Aber Grüße gehen raus an den Gästo. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.